Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10. Heute MP5 SDs. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Sie halten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Naja. Auf meinem 10. Platz liegt die MP5 SD Necro Junior. Die mit dem Cock hier vorne dran. Es sieht insgesamt so aus, als hätte es ein Kind gemalt. Meine Tochter könnte das, naja, noch nicht ganz gemalt haben. Dafür ist sie noch ein bisschen zu small, um so schön malen zu können. Aber ja, das kommt dann sicherlich auch bald. Wie gesagt, 10. Platz. Preislich 6 Cent bis 26 Cent. Also ein Schnapperl. Absolutes Schnapperl. Kann man sich mal gönnen. Auf dem 9. Platz liegt die Acid Wash. Und hier kann man schon so ein bisschen shiny erkennen. Also noch nicht mal ein bisschen. Das ist eigentlich relativ stark auf dem Skin hier. Aber es kommt natürlich noch ein paar andere, da ist es dann nochmal ein gutes Stückchen stärker. Sie könnte gerne ein bisschen bunter sein, aber wir sind ja auch erst auf dem 9. Platz, also von daher 85 Cent bis 1,40 Euro. Auf dem 8. Platz liegt die Liquidation. Die ist an sich, vor allem wenn man sie so hält, sehr unscheinbar. Sieht fast unbeskinnt aus, aber wenn man sie dann so ein bisschen vom Licht weghält, in den Schatten bringt, dann sieht man, dass sie sehr, sehr nice aussieht. Hier hätte ich auf jeden Fall einen Schein erwartet, eigentlich. Noch im Vorfeld, als ich die Liste gemacht habe, dachte ich, ja, das ist bestimmt ein sehr shiniges Ding. So ein bisschen wie die neue AWP, diese verchromte oder wie die heißt. Ja, das wäre hier auf jeden Fall sehr nice drauf. Sie wirkt dadurch halt irgendwie merkwürdig, gerade wenn du sie gegen das Licht hältst, mit diesen roten und blauen Linien. Aber ja, mir gefällt der Skin sehr gut. 6 Cent bis 32 Cent, absolutes Schnapperlchen. Ich weiß gar nicht, ich wollte doch das hier machen. Ich dackel. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht genau, wie die aussieht, wenn man sie in der Hand hält. Sehr schwach. Nur die ersten paar Sekunden sehen gut aus, wenn sie halt so ein bisschen im Schatten noch ist. Schade. 7. Platz, die Autumn Tevili. Diesen Skin habe ich, ich glaube, noch nie gesehen im Vorfeld. Jetzt schon etwas farbenfroher. Ihr wisst ja, ich bin generell so ein Fan von viel Farbe. Hier sind jetzt nicht so viele unterschiedliche Farben drauf, aber es ist schon mal ein bisschen mehr zu sehen. Preislich 3 Euro bis 8 Euro. Es wird langsam teurer. Auf dem 6. Platz liegt die Gauss. Und hier ist ganz viel zu sehen. Das ist jetzt der erste Skin, der komplett beskinnt und bearbeitet ist. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Stark so Industrial, oder ich würde sogar fast sagen, es könnte aus Robocop eigentlich kommen. So ein bisschen. Preislich liegt die ganze Sache bei 27 Cent bis 1,35 Euro. Und ja, wie gesagt, ist halt also für Fans von komplett beskinnten Waffen auf jeden Fall der way to go. Der 5. Platz ist gerade für alte Böcke wie mich was Tolles, und zwar die Condition Zero. Da ist natürlich ganz viel Nostalgie mit dabei. Also wer das Logo von Condition Zero kennt, der weiß, dass das Ding hier halt gerade farblich eben sehr daran angelehnt ist. Nostalgie ist stark. Das zieht leider sehr, sehr stark. Preislich 55 Cent bis 94 Cent. Also auch richtig, richtig günstig. Auf dem 4. Platz liegt bei mir die MP5 SD Kit Bash. Hier ist auch wieder deutlich mehr zu sehen. Nicht so wild wie bei der Gauss und auch viel mehr so down to earth, viel mehr. Es könnte genauso tatsächlich vorhanden sein, diese Waffe. Schön bedazzled, sieht gut aus, preislich auch 34 Cent bis 1,39, noch sehr, sehr günstig. Schön, ja, schön. Ich denke nicht, dass sich viele von euch da großartige Lieblingsskins herausgesucht haben bei der MP5, weil die irgendwie, sie wirkt nach wie vor wie eine Nischenwaffe. Sie war früher ja bei CSGO gar nicht mit dabei, eine lange Zeit. Irgendwann wurde sie hinzugefügt, aber auch seitdem wurde sie, glaube ich, nicht extrem stark bespielt. Aber ich habe halt mit der Waffe oder viele, viele andere eben auch eine gewisse Verbindung, weil ich sie wiederum in Source sehr gerne gespielt habe. Jetzt folgen dann wieder meine drei vorderen Plätze und wir gehen direkt rein. 3. Platz, die MP5 ist die Agent. Ein bisschen gloomy, ein bisschen Glimmer, ein bisschen Schimmer. Nicht so stark, aber das finde ich auch sehr, sehr gut. Also wenn diese FBI oder halt Agent-Wumme so extrem glänzen würde, wäre das ein bisschen, wäre das Trash. Dann wäre die Ernsthaftigkeit nicht so ganz da. Preis? 50 Cent bis 2,69. Man merkt ja overall auch alles sehr, sehr, sehr günstig. Ich nehme gerade an, auch weil die halt nicht so wirklich bespielt wird. Obwohl gleich noch zwei etwas teurere Sachen kommen. Der 2. Platz ist mein, ich glaube, ehemaliger 1. Platz. Und zwar die Phosphor. Schön bunt, wobei hier finde ich der Kontrast, nicht der Kontrast, sondern die Auflösung fehlt. Es sieht so ein bisschen verwaschen aus. Als hätte man halt etwas, also von der Resolution her einfach hochskaliert und dabei halt alles ein bisschen matschig gemacht. Aber immer noch ein schöner Skin. Preis jetzt auch hier immerhin 3 bis 11 Euro. War, glaube ich, mein ehemaliger 1. Platz. Aber jetzt kommt mein aktueller 1. Platz. Und zwar liegt dort die Oxide Oasis. Und die ist wirklich krass. Man sieht jetzt schon, es ist viel zu sehen, es ist schön bunt und so weiter und so fort. Und das Ding glänzt auch noch. Also nicht ultra, so ein bisschen, ich würde es vergleichen mit der Agent, also mit dieser FBI-Geschichte. Also dass da noch ein Glanz mit dabei ist, die ist schön hell und hat auch einen guten Kontrast im Skin selbst. Gefällt mir ultra gut. Nur leider ist der Preis verschissen frech. Liegt bei 308 Euro bis 1383 Euro. Das ist natürlich, ist halt aus der Mirage Collection, ja, ja.
Also Hardcore-Fans können das machen oder Leute, die halt damit irgendwelche speziellen Dinge machen wollen. Ich finde sie halt einfach nur nice. So, Dille. Top 10 vorbei. Jetzt kommt natürlich noch das übliche Giveaway. Und zwar gibt es für euch den 10. Platz, die Necro Junior. Die Frage ist, spielst du die MP5 überhaupt? Weil ich behaupte mal nach wie vor, ich habe das sau oft vergessen, sorry. Das geht mir nicht in die Rübe rein. Ich mache die Top 10 seit, ich glaube, 8 Jahren. Und das bringe ich schon einem alten Hund K-neue Tricks bei. Spielt ihr die überhaupt? Also wenn ich im Stream das anspreche, MP5, wer spielt das? Sagen die meisten, ich habe es noch nicht mal im Loadout seit CS2. Da haben die meisten sie gar nicht drin. Ich finde sie halt nice, zwecks Verbindung von früher. Naja, spielst du sie ja oder nein? Dann bedanke ich mich wie immer an der Stelle bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Aktuell haben wir noch ein Knife-Giveaway am Start. Oh, meine Damen und Herren, vergesst unser Knife-Giveaway nicht. Es gibt ein Paracord-Knife und zwar dieses hier. Lecky Schmecky, kann man sich mal gönnen, kommt in den Stream, um dazu mehr zu erfahren. Wir sehen uns dann, wie gesagt, Video, Livestream, haut rein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.